Wollen wir hier eigentlich auch mal unser Intro reinschneiden? Oh, hi Mark. So, Artami und Xio hier zurück mit Hugh. Ja. Hallo. Hallo. Ich bin's. Ich weiß jetzt nicht, also wir haben jetzt dieses Rätsel hier schon geschafft tatsächlich, denn, also ich weiß jetzt gar nicht, ob das für euch dann die zweite Anmoderation ist, denn wir haben gerade schon 5 Minuten aufgenommen. Nur leider habe ich dann festgestellt, dass ich da was beim der Tonaufnahme ein bisschen verkackt habe, deswegen weiß ich nicht, ob ich den Ton so nehmen kann, wie ich ihn da jetzt hatte. Von daher bin ich jetzt nicht sicher, ob ihr jetzt schon 5 Minuten Part gesehen habt oder ob das jetzt quasi für euch dann Anfang ist. Sollte das der Anfang sein, dieses Rätsel haben wir jetzt schon gemacht. Das kann ich euch dann leider nicht mehr zeigen. Aber ja, jetzt gehen wir hier weiter und wir sind. Das war jetzt nur das einzige Rätsel, das wir gemacht haben. Also von daher, ihr habt nicht so viel verpasst, war jetzt auch nicht mega spektakulär, oder? Nö, also es war eigentlich im Vergleich zum Rätsel der letzten Folge zum Ende hin, war es eigentlich wieder wesentlich einfacher. Ja. Okay, da haben wir jetzt den nächsten Raum und wir sehen hier diese Totenköpfe, wenn man unter die läuft. Ja, fallen die runter. Und wir sehen auch schon links, hier ist dieser Schalter, der dann diese Wand hochfährt. Machen wir das mal an. Und wir haben hier rote Blöcke und da oben auch eine rote Kiste. Und ich habe eine Idee, wie man das machen könnte, vielleicht. So, wir ändern mal auf rot. Okay. Oh. Okay, es hat mich da eingeklemmt. Meine Idee geht nicht auf. Ich hatte nämlich gedacht, dass man vielleicht die rote Kiste hier so hinschieben, ein bisschen nach links schieben muss, damit der Kopf da eingeklemmt wird und dann quasi unten bleibt. Was allerdings auch nicht funktionieren würde, weil das, na gut, das würde voraussetzen, dass ich, weil das Problem ist halt, wir müssen auf Rot bleiben. Das Problem ist, ich lasse den Totenkopf da runterkommen und ich laufe dann rüber, aber das reicht einfach nicht aus. Wir können auch den roten Block nicht irgendwie hinschieben, dass der die Tür aufhält, weil wir kommen mit der Kiste kommen wir nicht an der Wand vorbei, weil die dieselbe Farbe haben. Ich meine, wir könnten ja einfach mal probieren, ob, wenn du auf Rot wechselst, ob du unter der Tür noch durchkommst, unter der Wand. Das haben wir noch nicht probiert. Weil meinst du jetzt so, oder? Nein, ich meine, Kiste runter, draufstellen und dann rübergehen und dann in dem Moment halt auf Rot wechseln, wenn du durchgehst. Dann bist du auf alle Fälle schon mal deutlich näher. Wir können es mal probieren. Nee, warte mal. So. Vielleicht, ja, du hast recht, wahrscheinlich mache ich es mir auch einfach nur zu kompliziert. Ja, zumindest können wir es ja mal probieren. Okay, jetzt stehen wir da. Und go! Nee, warte mal, auf Rot. Go! Nein, okay, das funktioniert auch nicht. Hä? Warum hat sich jetzt der... Wait. We cheated the system. Ich möchte es jetzt... Warum aktiviert sich... Ach, wahrscheinlich weil nach dem Prinzip... Oh, da ist was. Und dann kommt das Ding runter. Ah, verstehe. Okay. Oh, I see.
Aber es wirkt ja so, als wären da noch welche in der Mitte, oder nicht? Da ist nichts, ne? Nee, aber... Also, weil die Totenköpfe können ja auch, können hier auch Farben haben. Ab, das sieht man es auch schon. Und da denke ich jetzt mal... Ah ja, ich verstehe schon. So. Dann gehen wir gleich mal auf... Nee. So, Lila. Ja, das ist jetzt schon... tricky. Oh. Und es kommt noch härter. Hm. Warum ist da ein Totenkopf? Gute Frage. Weil da bekommen wir auch nichts für. Warte mal. Ich möchte das jetzt wissen. Okay. Hm. Ich habe mir jetzt einfach nur gefragt, vielleicht ist das auch einfach nur eine Trap. It's a trap! nein. Keine Spoiler. Keine Spoiler. Weil ich gedacht habe, vielleicht ist da eins von diesen Reagenzgläsern oder Ehrenmeyer-Kolben oder wie auch immer die Dinger heißen. Hm. Ja, Ehrenmeyer-Kolben. Ah ja, okay. Run. Okay. Das wird langsam ein bisschen stressful hier, das Ganze. Aber diese Totenkopf-Rätsel, die finde ich cool, die gefallen mir. Natürlich. Edgelord. Hallo? Nein, du bist ja nicht. Reaper. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber habe ich das jetzt falsch gemacht? Warte mal. Nee. Der muss ja runter. Einfach mal ausprobieren. Wird schon irgendwie funktionieren. And it was at this moment that he knew he fucked up. How could this happen to me? Auf jeden Fall beschützt mich das Ding. You protected it, eh? Ja, Big Man. Oh boy. Okay, oh, ich glaube, wir kriegen eine neue Farbe. Da ist er wieder, Xehanort. Habe ich nur das Gefühl, oder steht er immer länger da und schaut uns immer länger an? Hm. Und wie viel wollen wir wetten, dass das der Dr. Grey ist, oder wie auch immer er heißt? Hm. Wir könnten jetzt natürlich Edit... Oh, blau. Oh. Ich bin jetzt gespannt, wie die Farbe hier aussieht im Hintergrund. Hm. Ah, jetzt ist ja diese Lücke weg. Zwei Farben. Hm. Und zwar grün und... Oh. Gelb. Grün und gelb, ja. Das ist eine, Das ist ein sehr, sehr angenehmes Blau gerade im Hintergrund. Hm. Sehr, sehr beruhigend. Ist nicht Blau sowieso die beruhigendste Farbe? Tatsächlich ist es grün. Grün, stimmt, ja. Dann ist es auch wirklich so, dass man die Empfehlung von Ärzten bekommt, um ein bisschen Ruhe reinzubekommen, dass man sich in sein Zimmer, eben Zimmerpflanzen stellen soll, weil gerade das Grün beruhigend auf einen wirken kann. Blau ist aber übrigens die Farbe, die am wenigsten zum Appetit, zum Essen anregt, weil es kaum Lebensmittel gibt, die blau sind. Deswegen, wenn man sich also einen blauen Teller nimmt, dann hat man automatisch weniger Hunger. Diät-Tipps mit Artem hier. Kunst-Tipps mit Hauke. Haukes Kunst-Tipps. Hören wir mal. Do you recall those dusty old tomes that used to sit on my desk? The ancient scriptures of civilizations lost. I spent hours poring over them, searching for clues to support my research. Aside from their wonders, one thing stood out above all else. Blue. Or specifically, the absence of it. Other colours were detailed at length, but not blue. It was never mentioned at all. The word simply didn't exist. Could they not distinguish blue?
without a word to describe it, how can we be sure they could see it at all? Unzulänglichkeit von Sprache, da haben wir es doch wieder, ne? Es kommt hier immer mal wieder. Ah, interessant. Und jetzt werden auch hier alte Völker angesprochen, was wir ja auch schon gemerkt haben, dass hier überall Statuen, man hat schon ein ganzes Spiel über Statuen und sowas gesehen, aber jetzt wird es auch immer mehr so Ornamente und diese Olivensträucher oder was auch immer das sein soll. Es wird immer mehr, geht immer mehr in so eine Richtung. Warum geht's denn da eigentlich runter? Gibt's da was? Okay, da gibt's was, aber da kommen wir nicht vorbei. Fragen über Fragen. Gebt mir ein Rätsel auf, ich werde sagen, da musst du jemand anders fragen. Okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt drauf gehen? Sehr hoch. Was soll man da machen? Was willst du tun? Eben war doch noch hier. Aber hier gibt's auch nichts, ne? Nee. Da ist auch nichts. Ich bin ein echter Gangster. Ich spiele Hume mit orangenem Hintergrund. Ich bin ein echter Gangster. Ich spiele Hume mit lilanem Hintergrund. Das war Rosa. Ja. Man könnte auch einfach mal nach rechts zur Leiter gehen, ne? Man könnte, muss man aber auch nicht. Nein, man springt einfach auf die Spikes drauf, in der Hoffnung, dass vielleicht unten irgendwas ist. Auch wieder sehr deep. Wie der Fall. Ich hab schon verstanden, ich wollte nur nicht weiter drauf eingehen. They call me Yellow Man. Das habe ich jetzt nicht verstanden. So. Ach so, Yellow, verstehe. Das ist cool, das gefällt mir. Also, jetzt ist auch wieder recht easy, aber... Haha, da unten haben wir dann noch einen Schalter mehr. Verstehe. So, blau und lila. Oh, aber das bedeutet, dass wir dann wieder zurückgehen müssen. Naja. Schaut, was wolltest du sagen? Das bei der linken Box sieht ein bisschen aus wie ein Grafikbug. Linken Box? Ja, jetzt nicht mehr, aber gerade bei... Wir hatten irgendeine Farbe als Hintergrund und da war so ein weißer Streifen links in der Box. Da. Wo, in welcher Box meinst du? Na, bei der linken blauen. Mit den roten Ballons. Ach so, ja, ich sehe, was du meinst. Das ist so ein leicht weißer Rand. Naja, egal. Vielleicht fällt das im Video gar nicht auf. Dann fragen die sich so, was? Was will der? Kann der nicht mal Schnauze halten? Ja, warum? Kann nicht mal mehr Unreal Tournament spielen? 30 Sekunden gewastet. Oh. Das bounced ziemlich schön. Oh, ich sehe jetzt schon die Schmerzen. Das heißt jetzt für uns konkret, ich muss springen. Ich mach mal. Machen wir es uns doch leicht. Nee. Lass uns wieder runterfallen. Dann muss ich nämlich nur an zwei Totenköpfen vorbei und nicht an dreien. So. Nicht rosa vielleicht. Wupp. Wupp. Da komme ich nicht ran, wie vermutet. Und das wird das so und dann wieder. Ah, funktioniert doch. Muss ich ja nicht mal. Ich muss ja einfach nur wieder auf Rot wechseln und dann... Okay, es war... ich mach das ein bisschen zu random hier mit den Farben.
Ja, aber kannst du ja, außer du machst halt rosa oder blau. Oder ja, so. Nur halt dieses Blau und Lila ist halt recht nah an diesem Blau und... wäre das nicht so... man kennt ja das Sprichwort, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Wäre das nicht ungefähr so... Geht das nicht in dieselbe Richtung? Ist jetzt nicht allzu kompliziert, ne? Nö. Aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, ganz genau. Wir haben vor allem auch erst 13.27 Uhr. Meinst du, der Tag, der ist noch länger, als dass man schon ein Urteil fällen kann? Ah, das ist jetzt schon spannend, ne? Ah ja, verstehe, okay. Habe ich nicht auf... Goodbye, my... How could this happen to me? I've made my mistakes. Wir haben ja doch schon mal drüber geredet, also du hast mich mal gefragt, wie dieses eine Video, das Original heißt, mit dem Sometimes you just have to say you're fine, yeah, but you're not fine. Yeah. Das könnte man an der Stelle auch reinschneiden. Yeah. Vielleicht mache ich das. Weil ich ja auch nicht weiß, wie das Originalvideo ist. Ja, aber das findet man bestimmt unter. Ja. When they say. Ja, bestimmt. Okay. Also ich wechsle jetzt auf Rot und müsste schnell. Okay, ich müsste also schon losspringen, bevor ich gewechselt habe. Okay. Also ist das wieder eher so Reaktion im Prinzip. Das ist quasi nur. Das ist das Tutorial für das Rätsel danach, damit wir verstehen, was wir dann gleich machen müssen. Hopp, meine Boxen eskalieren gerade ein bisschen. Okay, also wir machen das hier. Wir springen mal von da. Ja, und so funktioniert's. Wir warten, bis es wieder ein bisschen, ja, wieder zur Ruhe kommt. Und hellblau müssen wir jetzt machen. Müssen wir nicht. Das war dämlich. Okay. Ja, das war. Okay, das war dumm. Das war sehr dumm. Sorry. Aber du musst hellblau machen, weil du sonst nicht durch die Wand kommst. Ja. Aber vorher muss ich die Kiste die auf der anderen Seite runterholen. Darauf habe ich nicht geachtet. Stimmt, ja. Okay. Das ist doch nicht so schwer. So, hellblau. So. Genau, jetzt müssen wir zuerst. Also. Weil jetzt bringt es nichts, auf hellblau zu wechseln. Aber wenn ich das mache, weil ist die Kiste ist immer noch unten. Genau, wir brauchen rosa. Und dann kommt die Kiste runter. Wir springen, machen hellblau und sind dann drüben. Wir brauchen dunkelblau. Dass die wieder runterkommt. Und wechseln auf rosa. Na, geht doch alles gut, ne? Holen wir die Kiste runter und dann... Muss ich erstmal springen. Trial by Error. Naja, das ist weniger Trial and Error. Ja, aber... Das ist schlimm in Spielen, wenn du das würdest. Ich habe zum Beispiel ein Spiel wie Digimon World, das erste. Da gab es zum Beispiel auch eine Passage, die wirklich nur auf Trial and Error aufbaut. Mhm. Und das ist ganz schlimm. Ja, das ist schon... Kennst du das Spiel Kindergarten? Nee. Das ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Das basiert aber auch nur auf Trial and Error. Wo du bist quasi ein Kindergartenkind und gehst hin und kriegst halt dann irgendwie von den anderen Kindern Missionen. Und musst sie dann halt schaffen. Aber du kannst sie eigentlich nie beim ersten Mal schaffen, weil du nie weißt, wie Sachen zusammenwirken. Mhm. Und musst dann quasi erst jeden Tag einzelne Sachen herausfinden und kannst es dann am Folgetag kommst du ein bisschen weiter und dann noch ein bisschen weiter und so weiter. Okay. Ein sehr spannendes Spiel, vor allem auch sehr makaber. macht schon Spaß zuzugucken, es selber zu spielen. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht gemacht. Okay. Was soll ich jetzt hier tun? Ach, okay. Nö. Mann, ich muss doch einfach nur mal ein bisschen nachdenken, dann wird es auch mal funktionieren. Bitte. Versucht nachzudenken. Ja.
Nee, damit fangen wir jetzt gar nicht erst an. So, Rot habe ich sehr gerne. Oh. Ich glaube, du... Ja, Brauche ich das da drauf? Ich glaube erstmal noch nicht, oder? Also ich kann die blaue Kiste definitiv nur auf dieser Seite lassen. Weil, ich bekomme die nicht hier durch. Also ich kann sie nach rechts durchschieben, aber nicht hier, weil hier die Wand eben auch blau ist. Ja. Okay, vielleicht muss ich es doch resetten. Mach mal das mal schnell. Probieren wir das nochmal. Achso, das war rot, aber lila. Okay, nochmal probieren. Zum Mass rosa. Ja. Das funktioniert. Alles klar. Aber kann ich dann... Ne, die kann ich dann gar nicht verschieben. Wenn die andere draufsteht. Oh. Ah, oh. Interesting. Weil die leichter ist, natürlich, weil die angehoben wird. Oh. Da bieten sich ja ganz neue Möglichkeiten. Warte mal. Dann schieben wir das mal so. Okay, warte mal. Also du brauchst auf alle Fälle eine Kiste, um an den Schlüssel zu kommen. Ja. Du brauchst dann eine Kiste auf... Ich muss da mal nach links gehen, weil ich mir mal anschauen muss. Genau, ich brauche hier eine Kiste drin. Ja. Das wäre die lilane. Genau, und die andere Obwohl, lilane Quatsch! Okay, da ist eine andere lilane, das habe ich jetzt total übersehen. Ja. Ja. Dummer Spasti, ja, ich weiß schon. Ah, okay. Ach, so wird doch ein Schuh draus, ne? Nee. Schuhe macht man anders. Ach, gut, dann nicht. Oh, jetzt wäre spannend, genau. Was passiert jetzt mit den Luftballons? Ah. So. Amazing. Nice on! Aber du musst auf alle Fälle die blaue Kiste zum Dings machen, zum Schlüssel, ne? Ja. Das definitiv. Genau. Genau, jetzt können wir hier durch. Das da rein. Jetzt holen wir uns wieder... Obwohl... Nee, brauche ich ja nicht mehr. Ach doch, ich brauche sie hier drüben. Ich brauche jetzt beide Kisten. Okay. Ich verstehe. So, es geht auf. Und wir können durch. Na, das war doch schön, ne? Ja. Gut, dann würde ich ja mal sagen, das reicht's mal für diesen Part. Das war's mit Hugh für heute. Im nächsten Part machen wir weiter mit Rätseln. Wer hätte es gedacht? Also, bis dahin. Ciao. Ciao.